Und tatsächlich würde ich sagen, wir gehen jetzt rein in die EP von Paschanim. Sehr spontan gewesen, ne? Also ich habe absolut nichts mitbekommen tatsächlich. Sind da auch Sachen drauf, die wir schon kennen? Gar nichts, ne? Tatsächlich, gar nichts. Es ist eine EP, also nicht wundern, es ist jetzt kein Album. 9 Songs, 18 Minuten, okay, also 2 Minuten im Durchschnitt, würde ich jetzt sagen. Okay, Vergleich haben wir jetzt mit Kalim zum Beispiel, ne? Kalim, die letzte EP war, glaube ich, 6 Songs oder sowas, ne? Und ich glaube auch so um die 10 Minuten oder irgendwie sowas, ne? Das sind halt EPs, ne? Es sind halt, kurze musikalische, keine Ahnung, Alter. So, ich bin sehr gespannt. Wir fangen direkt an, würde ich sagen. 2019. Ey, also ohne Scheiß, ne? Immer mehr Jahre kommen so in so eine Nostalgie. Immer mehr Leute sprechen über alte Zeiten, obwohl das gar nicht so lange her ist. 2016 bis 2018 die ganze Zeit, ne? Jetzt eher mit 2019. Okay, okay. Produziert haben wir hier von Tommy Gunn. Jawohl, okay. Bruder, Sie sagen, wir rappen immer das Gleiche. Remix? Kennt ihr den Originalsong? Ich kenne den ehrlich gesagt nicht. Gerade. Ich verstehe nicht, das ist doch unser Leben. Wenn wir nicht von das rappen, was sollen wir sonst rappen? Tommy. Ey, Baba riecht das Schmähne, 50 Dinger mit mir, 16 Jahre in mein Kinderzimmer. Bin ey Winner, Winner, bin ey Sinner, Sinner, mach du Dua. Ist das bei euch auch so leise? Gegen Jami damals in der großen Pause, zu viel Bella immer. Warum ist das so super leise? Mama sagte, das ist bei Freund, schlaf draußen bleiben mit der Bilas Freundschaft. Diese Fotos wieder machen heute Nacht, mach es selber, war noch nie ein Läufer. Braucht ihr Euros, keine Komplimente, bring die gegen Tor, schick mein Block in Rente. Ja, ich shoppe Louis, ja, ich shoppe Gucci, ja, mein Girl, Italo, Monika. Digga, das Sample, das Geigensample kommt mir todesbekannt vor. Von Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 8 oder irgendwie sowas, ne? Was hat der da eigentlich? Also links ist Geld, rechts ist das nicht 1 Million? Ist das nicht dieses Parfüm? Okay. Sie sagt Jano, Schufi, sie sagt Jano, ey, no. Ich will Lash, Kaffer, lay low. Bruder, Push, Flex, warte, yeah, yo. Coke, Money, Euro, Dollar, Peso. Es klingt sehr rough, muss ich sagen, ne? Also irgendwie unmixed, unmastered. Also so richtig... Ja, nicht EP-Vibes, eigentlich eher so Mixtape-Vibes, würde ich gerade eher sagen. Ich muss sagen, irgendwie klingt er ganz anders als alles, was ich vorher gehört. Er hat es auch Mixtape genannt. Guck mal einer an. guck mal. Das passt auf jeden Fall besser. Ich finde, er klingt irgendwie ganz anders. Also, keine Ahnung, vielleicht höre ich auch zu wenig Paschanim, aber nee, eigentlich, ich höre jeden Song, der eigentlich rauskommt. Ich finde, er klingt anders. Sonst hat er diesen harten Wiedererkennungswert immer wieder relativ gleich, sage ich jetzt mal. Das klingt auf jeden Fall anders, aber jetzt nicht schlechter, würde ich nicht unbedingt sagen, nö. Stecken Sachen ein, heute bauen wir Kfz, verstecke ein. Tachos sind schnell, ich muss schneller sein. Packen 5 Gramm in ein Eller rein. Ich bin in der Hood, in mein Prada Jeans. Bro, mach Take, was du im Jahr verdienst. SLM, wenn du mich auf Straße siehst. Grüß die Fans von Berlin bis nach Paris. Gestern wollten Kunden 100. Der Vibe ist schon sehr geil. Booking anfragen, ich weiß nicht warum, aber findet ihr nicht auch, dass er gerade irgendwie wie der tiefe San Diego klingt? Warum? Hä? Wenn er so leiern würde, weißt du, nicht so mit Power rappen würde, sondern so ein bisschen auf Nuschel-Style leiert, Alter. Ich finde, das ist voll die Stimmfarbe wie Sunny. Ich fühl mich wie Paschanim 2009. So wie früher, so 2010 rum, Alter. Kurz ein Joint drehen, dann noch Gold gehen. Oh, schade, dass das nicht richtig hart gemastert ist, Mann. Das klingt schon geil. Boah, Digga, das klingt halt schon geil, ne? Schade, dass die daraus nur so, wie gesagt, so 1,30 bis 2 Minuten Songs oder so haben und dass es nicht so richtig gemastert ist. Schade, Alter, weil das Ding hätte richtig, also was heißt hätte? Ich kann mir halt vorstellen, am Handy kann ich nicht lauter drehen. Es gibt ein Maximum. So, hier kann ich lauter drehen. Ich weiß nicht, ob mich das abfacken wird. So, Real Talk. Die Lautstärke. Sei mal ehrlich. Achso, warte mal, wir hatten das jetzt produziert. Sag mal, warum kann man das eigentlich im Vollbild nicht sehen? Also, das ist dreist, ne?
Nee, ist wieder Tommy Gunn. Wer hat denn gerade gesagt, dass jeder Song von jemand anderem produziert ist? Sag mal, Chat, was ist denn los? Hä, hey, ist das nicht? Aufgehen. Don't kill my vibe, bitch, don't kill my vibe. Das Sample kennen wir doch. Oh, bitch, don't kill my vibe, bitch, don't kill my vibe. Aufgehen, hey, ja, ey. Ja, das war nicht schwer. Ich ah, dieses Sample. Ich fick nicht mit BER. Ich verpasse immer meinen Flug. Im Q7, im Montclair. HMD, mir geht's gut. Ja, ich hatte mal einen Vorschuss, doch er war so voll recruit. War in Meetings mit meinem Polo und mein... Was war das denn für ein Einstieg? Was war das denn für ein Einstieg? Ja, das ist halt Mixtape-Charakter, Alter. Fuck. Das stimmt wirklich, dass mit jedem... Was? Schau mal jeden Song einmal durch. Wie, was meinst du damit? Stimmt auch, schau bei den anderen. Ja, aber wir sind doch jetzt gerade beim zweiten Song und der zweite ist auch schon von Tommy Gunn. Dann stimmt es doch nicht, dass jeder Song von jemand anderem produziert ist. Hä? Mein Chewy, kein Anzug, mach ein fairen Drogendeal, bin ein Tiger, kein Betrug. Ich bring Gas mit zum Date und den Rest, ja, den bringst du mit. Baby, kein Problem, wenn du möchtest, wie gehen stupid. Ja, ich trag die Taschen, Digga, ja, I like to move it. SMH, sie hat deinen Crush und ich hab's irgendwie vermutet. TBH, du hast mir richtig... Boah, das Sample kommt hart. Also ich hab echt Kopf... Was, hab ich mich echt verklickt oder was? Oh nein, hab ich mich verklickt oder was? Tommy? Tommy? Ich weiß halt nicht, was ihr von mir wollt. Warum ist denn das auch so wichtig? Warum muss man denn darüber jetzt so viel reden? Hä? Ich bin ein Cupid? Cupid? Was heißt nochmal Cupid, Alter? Bin ich dumm? Das ist ein Song von 112 auf jeden Fall gewesen. War Cupid nicht ein Sternzeichen? Das war doch ein Sternzeichen, oder nicht? Richtig viel erzählt, doch fast gemutet. OMG, ich geh ins Ohr mit jedem Wort. Ich bin ein Cupid, OMW, im BMW. Mit mein Shabab, er hat ein Nuhe. POV, du warst nachts auf am Hermannplatz ohne den Schuhe. SME, du warst den Schreber in der Schule, nicht der Coole. Guck, ich fahr bei Nacht mein Porsche, man könnte auch sagen, Kruse, sei mal ehrlich, SME. Malakum Salam. Und ich fahr trotz MPU mein SUV, okay, okay. Und sie sagt mir HDL, bitte fahr heute nicht zu schnell. Ja, Cupid ist irgendwie so ein Cupid ist, glaube ich, Gott der Liebe oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Keine Ahnung. Vielen Dank, Lightox, für deinen Verschenkten. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es irgendwie, ich finde den Vibe geil, ich finde das Sample geil, aber es ist halt so unfertig. Es fühlt sich halt wirklich unfertig an. So, der Einstieg war unfertig, hier und da klingt es einfach. Ich weiß, es ist gewollt, Offbeat manchmal so, aber da. Boah, das hätte richtig hart sein können, irgendwie für meinen Geschmack. Nur die ersten zwei sind vom gleichen. Der Rest ist Unterschied. Ja, aber ist doch wurscht. Damit macht die Aussage doch absolut keinen Sinn. Jeder Song ist von jemand anderem produziert, außer die ersten zwei. Das ist, dann sagt man doch am besten einfach gar nichts. Das macht doch keinen Sinn. Und ich fahr trotz MPU mein SUV, okay, okay. Und sie sagt mir HDL, bitte fahr heute nicht zu schnell. Und ich sag ihr keine Sorge, seh dich später im Hotel. Hä? Ist jetzt schon wieder vorbei? GG. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Okay, also für eins... Ach, Digga, ich weiß nicht. Ich werde nichts mehr zu der Länge sagen. Also wir haben immer einen Part und einen... mach bitte lauter. Ich kann nicht lauter machen. Das ist doch das Problem. Das ist doch das Hauptproblem, das ich eigentlich habe. Ich kann es nicht lauter machen. So wird es dann halt am Handy auch sein, ne? Und das wird halt ein bisschen... Weiß ich nicht. Ist Laidback automatisch Offbeat? Nee. Ich glaube, ich sag dir ganz ehrlich, soll jeder für sich entscheiden. Also ich finde ganz ehrlich, oh, Cass on the Beat. Ich finde, manche Leute feiern zum Beispiel, wenn es sogar 2 Millisekunden verschoben ist. Ne, die finden das immer noch nicht Offbeat. Für die ist das immer noch geil. Das ist immer noch ein Stilmittel oder so. Für manche ist das schon zu viel. Also von daher, keine Ahnung. Soll jeder seinen eigenen Geschmack haben. Ist wurscht eigentlich. Okay, Milano. Ja, Cass.
Sommergewitter in meinem. Ich mach Milano für eine Woche, mach mein Audi da kaputt. Roche John das neben Prada, kaufe 1000 Euro Schmuck. Doch ich bin nicht wie die anderen da, ich bin halt aus X-Science. Und wir spinnen und drehen die Sachen, rochen John das stehen im Kreis. Und ich glaube, ich brauch einen Plug und ich frag auf Instagram. Treff einen Jungen mit Marokko-Shirt und tu mir 7 Gramm. Kleine Goldkette an, mit meinem Mädchen an der Hand. Und ich mach noch ein Costello in Pastellblau an die Wand. Ja, die Sonne macht mich braun und ich trag ein weißes Tee. Ja, sie zieht mich durch die Gassen, fühl mich so wie Amelie. Als oh! Wackelismus! Ich seh es in den Blick, blaue Fliesen und am Abend weißer Polo, Pulli strick. Und ich hab's aus Berlin mit, doch ich trag's in Mailand. Und by the way, fick mal immer noch Polizei in Bayern. Ein paar Tage Milano, ich bin Baby Ronaldo. Und ich slide über Autos und dann mach ich ein Salto. Du und ich. Digga, der Text macht mich halt komplett fertig. Ich bin Baby Ronaldo, Alter. Danach slide ich über einen Auto. Die muss ich mir noch mal ganz kurz merken. Willi, danke schön für deinen Sub, mein Guter. Danke dir. Und ich slide über Autos und dann warte, da war es noch nicht. Da ist es. Ach, das ist ja, das Lied ist ja so kurz, ne? Das Lied ist ja. Winnie, danke schön für deine 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Limit, doch ich trag's in Mailand und by the way, fick mal immer noch Polizei in Bayern. Ein paar Tage Milano, ich bin Baby Ronaldo. Und ich slide über Autos und dann mach ich ein Salto. Und ich im 5. Stock Milano Grand Hotel. Und wir wollten nur kurz reden und dann wurde es wieder hell. Ja, wir sind Berliner, wir sind jeden Tag auf Action. RB hält die Stellung, wenn ich kurz vor Tag geweckt bin. Triff ich bei Versace, Diamante, Napoleone. Ich muss sagen, die Produktion finde ich sehr geil, ne? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dieses Unfertige feier, dieses Leise und dieses Kurze. Ja, das sind so bis jetzt meine Kritikpunkte. Der Rest klingt geil. Geile Dingens, geile Samples, geile Melodien. Ich finde, er kommt gut da drauf. Er flowt sehr angenehm. Wirklich, es klingt sehr harmonisch alles. Aber bei dem Rest bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Sie trinkt Lippen mit Zitrone. 40 Lanes spät nachts und die Straßen sind leer. Dieses Leben so schnell. Ja, ich komm nicht hinterher. Frag mich auf, was ich feier diese Drum-Bass-Drums, ne? BR, nagelneu, Nike, ja. Sommergewitter in meinem Block. Oh, wer macht einen Remix? Wer macht einen Remix? Da drauf? Ja, doch, Sommergewitter könnte man easy draufknallen, ne? Okay, das war das nächste Lied. Geht ja flott, Alter. Engel Schwert hat das nächste produziert. Okay, Engel Schwert. Doppel G. Zwanis, aber heute mach ich Millions. Und wir hatten keine Heroes, nein, wir gucken zu den Villains. Meine Kette, sie spielt Tennis, so als wär sie Boris Becker. Mit Kanaken in der Gegend, meine Brüder, alles Trapper. Und ich mache nur ein Song, auf einmal ändert sich das Wetter. Hab ein Reiter auf mein Boxers und zwei Gs auf meinem Sweater. Und auf einmal gab's Gewitter. Um 15 war ich draußen und ich hör von Nemo bitter. Ich hab Birds auf meiner Timeline, doch ich war noch nie auf Twitter. 2018 treff ein Kunden, gib ihn zwar nie und ein Sticker. Brüder fahren in Apple Store, iPhones auf dem Posen. Ey, ich finde, das ist eine crazy Mischung irgendwie. Weiß ich nicht, so ein bisschen Retro-Vibes bei diesen Toms. Irgendwie so, das hat gar nichts mehr mit diesem Drum-Bass von davor zu tun, aber er float halt trotzdem genauso schnell, ja, was heißt schnell drüber, clean drüber, sag ich mal. Ich weiß nicht, nee, da fand ich das davor ein bisschen interessanter, für meinen Geschmack. Bruder will mein Bruder Moabit, sie doch hat Hausverbot. Ja, sie will mein Herz, doch das geht sie nicht. Aber seine Stimme ist unglaublich harmonisch mit der Melodie, ne? Das ist krass, das ist echt krass. Ich frag mich, ob der überhaupt, also ob der die Beats danach wählt, dass die halt zu seiner Stimmfarbe passen. Beziehungsweise Samples, weil, keine Ahnung. Weil es ist halt echt, also, ne? Ja, ich hab drei iPhones, doch ich ruf sie nicht an. Prada Schuhe und Hemd, wenn wir zu Gericht fahren. Hinten im Cayenne mit Bus aus Kreuzberg 6-1. Ja, ich bin nur fett und sag kein Tacho, bleib mal locker. Riesen Jane und Prada Brille. Ich find, das Sample klingt wie, The Axis, Angels. Angel? Angels? Ich weiß nicht mehr, The Axis. Wer hatte das nochmal? Sierra Kid, Kopfvilla. Ich find, das hat was davon gerade. Das Sample. Aus Kreuzberg 6-1.
Ja, ich bin nur fett und sag kein Tacho, bleib mal locker. Riesen Jane und Prada Brille, so, ich glaub, ich bin Harry Potter. Pimpf, Pimpf, alt und jung hatte das Sample auch, ja. War gerade 19 Jahre, hat ein bisschen was davon. Offer, halbe Kiste aus meinem Video, gleichen Tag vercheckt und nochmal. Meine Kette, sie spielt Tennis, als wäre sie Serena Williams. In der Gruppe sind nur Körper, nehmen wir hängen, schmutzige Villains. Und ich wollte nur paar Zwanis, aber heute mach ich Millions. Und wir hatten keine Heroes, nehmen wir gucken zu den Villains. Meine Kette, sie spielt Tennis, so als wäre sie Boris Becker. Mit Kanaken in der Gegend, meine Brüder, alles Körper. Und ich mache nur ein Song auf einmal. Keine Ahnung, das Wetter. Hab weiß ich nicht. Auf mein Boxer, so zwei Gs auf meinem Sweater. Nee, ich bleib dabei. Ist nicht so. Sample finde ich wieder geil. Ich finde aber auch diese Retro-Drums irgendwie nicht so interessant, ehrlich gesagt. Ich meine, hieß der Produzent nicht Engelschwert? Wäre witzig, wenn das wirklich das Sample von Angels wäre. Dann zieht der sein Thema voll durch, der Typ. Tourlife.mp3 von Andrew Extendo und schon wieder Man, Angel. Angel Sandro. For Angel. Boah, ich liebe sowas. Ja, mein Herz schwer, rauch mehr, trink mehr, mach's wieder leicht. Ich hab ausverkauft Shows mit Gang auf Tour, trappen, ja, du weißt. Ja, ich brauch mehr, kauf mehr. Boah, ist die Melodie schön. Ich kann nicht richtig sehen, wenn ich mein Porsche abends wieder lenk. Kann ich warten, bis die Blumen wieder blühen. Ja, ich krieg Love, leer das im Parfüm. Rauch jeden Tag nur das gleiche in Grün. Alles ist dunkel, nur Punkte, die glühen. Hab ein Gucci-Tuch auf Kopf, ich bin heute inkognito. Dames, komm aus Tokio. Ich bin Baby Ronaldo. Ja, ich mach so. Was hat der denn mit seinem Baby Ronaldo? Was ist das denn? Ist das irgendein Meme, das ich nicht mitbekommen habe oder so? Ist das irgendwie, weiß ich nicht, ein Insider oder irgendwie sowas? Check ich nicht. Zweites Lied jetzt schon, wo er das sagt. Ey, ich finde die Melodie sehr krass. Ich finde leider den Rest relativ langweilig tatsächlich. Vielleicht wegen der Frisur. FIFA! Ah, okay. Die FIFA-Sucht. So, 50.000 für eine Show. Ja, ich teile es mit meinem Bro. Hallo. Nein, ich chase keine Ho. Niemals. Ja, ich halte es on the low. Ja, mein Herz schwer, rauch mehr, trink mehr, mach's wieder leicht. Ich hab ausverkauft Shows mit Gang auf Tour, trappen, ja, du weißt. Ja, ich brauch mehr, kauf mehr Schuhe, Shirts, Jeans, Ketten, Drink. Ich kann nicht richtig sehen, wenn ich mein Porsche aus. Ey, erste Mal, dass ich die Hook auch nicht so wirklich fühle, ne? Leider. Kann ich warten, bis die Blumen wieder blühen. Boah, das ist jetzt Sunny, oder was? Prada, Iris, mein Parfüm. Ihr ist egal, sie kauft sich Louboutins. Bote ich ein Allah und tat meine Songs. Im Cayenne, ich hab Kuschel. Nein, die Lauf 500er, 261 km/h. Also Props auf jeden Fall an den Produzenten von der Melodie. Also die Melodie finde ich unglaublich schön. Rest leider gar nicht mein Geschmack. Leider, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich hätte drumtechnisch, also ich, Trap passt schon irgendwo, aber irgendwie knallt, also ich weiß nicht, vielleicht hätte es besser mehr knallen können. Aber es ist halt immer noch ein Mixtape-Vibe, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Ich durch die Heckscheibe Autobahn. Ich bin in Hamburg, mein T-Shirt Versace. Ich mach eine Show und verdien meine Gage. Ich bin nur ja, weil ich niemand verrate. Mit Gang ADS bring mein Team auf die Karte. Check im Hotel in Vienna. Man down, Hurriana. Hab nur Zwannis, keine Tenner. Brauch ne Bella, keine Jenner. Ja, mein Herz schwer, rauch mehr, trink mehr, mach's wieder leicht. Ich hab auch Hook, bin ich leider auch raus. Gang auf Tour, trappen, ja, du weißt. Ja, ich brauch mehr, kauf mehr Schuhe, Shirts, Jeans, Ketten, Drink. Ich kann nicht richtig sehen, wenn ich mein Porsche abends wieder lenk. Der Porsche sei dir gegönnt. Ja, Marseille muss ja eigentlich Ghetto-Haus sein, ne? Stickel. Boah, jetzt ist, also wenn das nicht der beste Song vom Album wird, ne? Wenn, also, komm, gib mir den Marseille Ghetto House. Bum, bum. Bum, bum. Weiß nicht. Baby, ja! Ja! Du wartest und ich bin nicht too late. Komm, wir smoken Autos 61 bei Corbusier. Und diese Worte, die gefallen sind, ja, die tun nicht mehr weh. Baby, für dich fahr ich heute Nacht nach Marseille. Bitte sag mir, dass du wartest und ich bin nicht too late. Komm, wir smoken Autos 61 bei Corbusier.
könnte ich irgendwie die Drums haben mit der Melodie davor? Darf man, kann er das nicht rausbringen wie Kanye West dieses Deck da, wo man die Spuren selber zusammenstellen kann, wie man möchte? Dann würde ich tatsächlich die Drums nehmen und die Melodie da, von davor. Wahnsinn. Stemplayer, genau. Ich hab mir den Rauch ein. Wie kann ich zu laut sein? Wobei die Melodie ist auch, glaube ich. Ey, das ist schön. Mir gefällt der Song. Mir gefällt der Song. Ich kann nicht vertrauen, nein. 10. Stock, ich rauch ein Joint von mir, die Stadt und das Meer. Ich meine, dass er Frankreich-Fan ist, das hat man auch schon auf dem Album gehört, ne? Er hat ja, war das im ersten Song, PNL auf jeden Fall auch erwähnt, ne? Also der mag auf jeden Fall die Mucke. Fliegen, warum ist es so schwer? Draußen muss er auf Basantien. Sag es LM, wenn Fans mich erkennen. America's Cops, ich kauf ein paar. Soll ich real sein? Also ehrlich sein? Der klingt hier am besten abgemischt. Ich finde, der klingt hier am besten abgemischt. Liegt wahrscheinlich daran, dass Stickle nicht einfach irgendwie einen Song da raushauen wollte, sondern wahrscheinlich hat er da schon so ein bisschen dran gemixt, ne? Ich finde, seine Stimme klingt auf jeden Fall cleaner als bei den anderen Songs. Tick-Tack, Kokain aus Hans, ja. Du kaufst mir Gucci vom Bazaar. Ich guck dich an, ich komm nicht klar. Du brauchst den Jay vor Galerie. Wir hören im Taxi Majoli. Diese Worte, die gefallen sind, ja, ich nehm sie. Ja, mit Stickle kannst du das nicht machen. Nee, mit dem kannst du das nicht machen. Meine Freunde in Berlin, sie denken, ich wär verrückt. 14 Stunden auf mein Navi, ich mach 10 Stunden draus. Ich find heute keinen Schlaf mehr, doch das nehm ich in Kauf. Nicht wie früher, nenn ich Cash, kein Bus. Hol dich ab in den S-Lane Plus. Nimm ein X, ja, die Gang Thais. Trikot von Marseille, ich rauch 6-1 Kusch. Sie fragt, ob sie drin rauchen kann. Hotbox auf der Autobahn. Bring die Sachen und verkauf sie dann. Zählscheine, mein Hauseingang. Ist das gefühlt auch der längste Song? Stickle ist ein Professioneller. Mit dem kannst du so ein Mixtape-Gedönse da nicht machen. Nee. Mit den anderen natürlich auch nicht, ne? Also. Ich fahr euch heute Nacht nach Marseille. Bitte sag mir, dass du wartest und ich bin nicht too late. Komm, wir smoken Autos 61 bei Corusier. Und diese Worte, die gefallen sind, ja, die tun nicht mehr weh. Baby, fühl ich, fahr ich heute Nacht nach Marseille. Boah, irgendwas macht mich aber verrückt bei dem Song, keine Ahnung. Also ich muss sagen, der gefällt mir so mit, würde ich sagen, so vom Vibe her so mit am besten auch. Gesamtkonzept, Gesamtsong, sage ich jetzt einfach mal. Aber die anderen hatten, finde ich, schon, ja, die hatten immer was anderes noch, so, weiß nicht. Der klingt zwar am cleansten, aber ich glaube nicht, dass ich den nochmal höre trotzdem. Und diese Worte, die gefallen sind, ja, die tun mich nur weh. Leider jede Single von ihm in den letzten Jahren besser als die EP. Wie gesagt, es ist ein Mixtape. Ich weiß, viele wissen nicht mehr, was Mixtapes sind. Früher waren die katastrophal von der Qualität her. Es war immer auf Beats von Mainstream-Künstlern. Und das waren halt so Remixe, ne? Mehr oder weniger. Von daher bin ich da halt echt, keine Ahnung. Ist mir eigentlich egal. Zu älter Tape 1, genau, zum Beispiel. Das waren ja auch nur Ami-Beats. Fast nur Ami-Beats, okay. BMW. Produziert von Al-Majid. Ich geb mein Porsche ab beim Portier. Nur du und ich im 8. Stock auf THC. Ich und mein Bro, Bill, im Most Wanted BMW. Klingt auch besser. Auf jeden Fall. Digga, ist okay. Triff mich Paris, Le Marais. Ich mach ein Mysterium Mittwoch vor Café. Tachos gucken, aber hier gibt's nichts zu sehen. Nix. Tachos gucken, aber hier gibt's nichts zu sehen. Digga, kein Problem. Ja, ich slay mit meinen Bros. Zwei Coupés, zwei SUVs und meinen Shows. Sie kopieren mein Steady-Video. Also ich muss sagen, auch da muss ich sagen, klingt absolut professionell und definitiv mehr nach einem Albumtitel, sag ich jetzt mal, als jetzt die ersten Songs so. Ich muss aber sagen, holt mich auch nicht ab. Ich find's gerade ein bisschen, weiß ich nicht, so
vielleicht in einer anderen Position, anderen Situation hören. Vielleicht hat es dann einen anderen Vibe oder so. Vielleicht beim Autofahren wirklich, ne? Nachts irgendwie chillig. Aber jetzt gerade, finde ich, zieht es sich. Es zieht sich. Dicker, was da los? Jetzt denke ich mir halt. Tausende Main Jeans, tausende Main Kids. Kauf ne Kiste Haze, nein, ich kauf mir keine Streams. Ja, sie gucken an der Ampel und ich weiß. Ah, die Melodie! Kanacke, Anfang 20 in das ist die Melodie aus dem Intro. Ich hab mich gefragt, wann die wiederkommt. Die ist hart! Die Melodie ist hart. Wagen sitzt, Fans fragen, was mein nächster Porsche für eine Farbe ist. Ja, ich sag ihnen guten Tag, doch weiß nicht, welcher Tag es ist. Ja, ich kauf mir keine Nikes, ich krieg die geschenkt. Bei meinem Baba in sein Zimmer, wo mein Platinplatte hängt. Nein, es gibt keinen Präsident, der uns hier repräsentiert. Ich treff mich mit meinem Cousin, der die Sachen transportiert. Ich geb mein Porsche ab beim Portier. Nur du und ich im achten Stock auf THC. Ich kann's gerade nicht einschätzen. Also ich glaube, das muss ich den. Also den Song, glaube ich, höre ich mir noch mal ein paar Mal an. Weil irgendwas hat der tatsächlich. Timo, dankeschön für deine 5 Euro. Nee, das mache ich nicht, Brudi. Dankeschön für deinen Support. Aber ich hör zurzeit mir keine Songs oder so an. Tut mir leid. Aber ich glaube, der könnte echt ballern, der Song, Alter. Ich hab mein Leid von meiner Stadt, kein ESC. Nein, muss ich aber echt öfter hören. Kann ich noch nicht jetzt sagen gerade. Ich sag guten Tag, doch ich weiß nicht, welchen Tag wir haben, ja. Ich finde die, also, ne, no disrespect oder so, aber ich finde die Sachen, die halt qualitativ krasser klingen als die anderen, finde ich leider irgendwie geschmackstechnisch leider nicht so, weiß ich nicht. Da fand ich zum Beispiel das Lied mit dem Kendrick Lamar Sample am Anfang, fand ich, ne, wenn die so die Qualität gehabt hätten, wäre das, glaube ich, nochmal was anderes gewesen, ne. Komische Mischung, Alter. Keine Ahnung. Nummer 21, Mr. Sir und Am Besser. Okay. 21. Die Songs sind jetzt länger, ne? Ja. Mich für dich selbst, zieh mich in den Schlaf. Meine Freunde sind auf Leben wie Heroin. Das ist kein Spaß, ich bin eigentlich ein Kind. Ich bin nicht 21, würd gern sehen wie du. Doch ich weiß, du weißt, ich kann nicht. Mich für dich selbst, zieh mich in den Schlaf. Meine Freunde sind auf Leben wie Heroin. Das ist kein Spaß, ich bin eigentlich ein Kind. Ich bin nicht 21. Was sind die? Im Schlaf, meine Freunde sind auf Leben wie Heroin. Das ist kein Spaß, ich bin eigentlich ein Kind. Ich bin nicht 21, würd gern sehen wie du. Doch ich weiß, du weißt, ich kann nicht. Ich hatte Nebel in der Seele und im Herzen. Er klingt jetzt so wieder Madi ganz anders irgendwie, ne? Ich war so Madi, ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Ich war so Madi und ich brach meine Versprechen. Ich war Madi jeden Tag mit der B und Double Glitch. Meine Valley hält mich warm, wenn ich Riemer Sams sit. Berlin, ich lieb dich so, dass ich nicht schlafen kann. Wer will nicht sprechen, bin ich hieß ja für ein paar Tage dann. Wenn wir uns vertragen, ist es wie am ersten Tag. Mein Cousin pusht die Packs immer noch im selben Park. Ich könnte nie ganz weg, hab mit der Gegend den Vertrag. Am Ende Jungs, die nicht alleine lassen, wir sind Post up. Tätowier mir ein Cayenne, trag ein SUV. In der Falle im Versteck, Playboys Mafia, WMT. Sie wollen jetzt mit uns spielen, doch meine Brüder spielen nicht fair. Meine Kette ist so weit weg, ich trag Costello SLR. Lieb mich wie dich selbst, zieh mich in den Schlaf. Meine Freunde sind auf Leben wie Heroin. Das ist kein Spaß, ich bin eigentlich ein Kind. Ich bin nicht 21. Boah, irgendwie trauriger Vibe, aber trotzdem ein schöner Vibe. Der gefällt mir, der Song. Den finde ich irgendwie bewegend, sag ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, finde ich irgendwie schön. Doch ich weiß, du weißt, ich kann nicht. Gib mich wie dich selbst. Auch wenn er ungefähr so singt, so ganz nah und sehr, sehr leise und so, aber ich finde, es klingt schön bei ihm. Wirklich. Meine sind auf Leben wie Heroin, das ist kein Spaß. Ich bin eigentlich ein Kind, ich bin nicht 21. Ich will sehen wie du, doch du weißt, ich kann nicht. Boah, einfach Augen zu, Mann. Wow. Was? Das war's schon wieder. Warte mal, wie lange? 40 Sekunden Outro? Hä? Also der Song wäre eigentlich 1,40 vorbei, ne? Real Talk. War ihm dann doch wohl zu kurz, ne? Die Albumlänge. Hat er noch ein paar Sekunden dran gehangen. So wirkt es gerade auf jeden Fall.
schön. Schöner Beat. Boah, war schon schön. Den fand ich schön. Oder er fand den Beat einfach schön. Ja, klar. War nur ein Witz. Keine Ahnung, was der Grund sein könnte. Keine Ahnung. Kev Coco hat das letzte produziert. Ferragamo. Ja, letzter Song schon wieder. Ja, es tut mir so leid. 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 Codeine in der Sprite. Pack ab, mach es klein. Ferragamo weltweit. Tut mir so leid. Codeine in der Sprite. Pack ab, mach es klein. Ferragamo weltweit. Ja, es tut was mir so zum? Leid. Hä? Ja, es tut mir so leid. Ja, es tut mir so leid. Ja, es tut mir so leid. What the fuck? Du hast gerade nicht wirklich Daft Punk-Vibes geschrieben. Raus! Was hat das mit Daft Punk zu tun? Oh nein, meint ihr, bald kommt der erste, diese Remixe immer machen, von Kapi und so weiter, wo jeder Remix gefühlt gleich klingt. Wie heißen die nochmal? Weiß, ja, hey, wann kommt das erste Weiß featuring Paschanim? Hab ich ja richtig Bock drauf. Ja, es tut mir so leid. Coding in der Sprite. Mehr kommt nicht. Pack ab, mach es klein. Ferragamo weltweit. Tut mir so leid. Coding in der Sprite. Pack ab, mach es klein. Ferragamo weltweit. Ja, es tut mir so leid. Coding in der Sprite. Pack ab, mach es klein. Ich fühle mich gerade wie in irgendeinem Dorf auf so einer Dorf-Rave-Party. Alter, keine Ahnung. Weltweit. Tut mir so leid. Coding in der Sprite. Yeah! Fuck up, mach es klein. Ferragamo weltweit. Mach es klein, ja? Oh. Oh. Okay, oh Gott, dieses Sample, Alter. Oh, okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Meinung dazu. Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die ersten Songs vom Ding her interessanter als die Sachen, die professioneller klangen am Ende. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also 21 fand ich so vom Ding her, glaube ich, am schönsten. Tatsächlich, am stimmigsten. Auch wenn ich das mit dem Outro nicht verstanden habe, aber trotzdem war der, den fand ich schön. Marseille war zwar ein Ghetto-House-Beat, aber irgendwie auch irgendwie zu verspielt für mich irgendwie, glaube ich. Es war für mich ein bisschen zu verspielt. Vielleicht hätte ich so ein bisschen mehr Härte, so ein bisschen mehr da gefeiert, glaube ich, tatsächlich. Ferragamo war ja kompletter Quatsch, ne?